ich verstehe nicht, dass Trump so viele Stimmen hat. Also mir fehlt das Verständnis. Also ich bin ganz schockiert. Also ich bin ja der Meinung, dass Trump seine Gefolgschaft einfach hat. Also der ist für uns, wirkt es so, dass man sagt, wie kann so jemand an der Macht sein? Aber dort sieht es halt ganz anders aus. Da stehen die Leute halt auf der Straße und sagen, das ist unser Mann. Er ist nicht der typische Politiker und posaunt raus, ob der jetzt lügt oder was, interessiert ja die Leute gar nicht. Also das ist ja alles belegt, was an Lügen da jetzt schon rauskamen. Das ist halt so eine Galionsfigur einfach. Also die können sich wahrscheinlich eher mit ihm identifizieren als mit einem klassischen Politiker, der halt im Anzug dasteht und nicht rumpoltert. Was glauben Sie denn, wie es so eng sein kann zwischen den beiden Kandidaten? Ja, aber das liegt daran, also wir haben es in der Familie, mein Schwager lebt ja noch dort und die sind wirklich Trump-Anhänger. Und die sehen halt immer nur Fox News und das ist wirklich eine Parallelwelt. Also bei beiden, das Problem ist, dass sie denken, der ist alt. In ein, zwei Jahren übernimmt die Harris und die ist ja ziemlich links. Und davor haben sie so eine Angst, dass also Leute, die unentschieden sind, eher dann für Trump wählen. Ja, zeigt das wieder auf, dass Amerika und Deutschland und Europa doch unterschiedlich ist an der Wahrnehmung. Biden hätte nicht viel mehr machen können. Die Demokraten hätten jemand anders, vielleicht jemanden charismatischer aufstellen müssen. Ich meine, wenn man Biden sieht, ja, er ist ein lieber, netter, anständiger Onkel, aber als Präsident ist er jetzt auch nicht so das Wahre. Gut, die Amerikaner haben also auch ein scheiß Wahlsystem, das muss man sagen, weil der konservative Teil, die Landbevölkerung, die hat da halt eine relativ hohe, sagen wir mal, Stimmeanzahl durch dieses Wahlsystem. Und ich denke mal, in der Städte würde er bestimmt nicht gewinnen, weil die, ja, die sind halt doch ein bisschen demokratischer. Ne? Weil da halt Verzerrungen einfach möglich sind, die vielleicht noch nicht mal so tatsächlich die Bevölkerung widerspiegeln. Vielleicht durch eine Reformation des Wahlsystems da wäre es vielleicht anders gegangen. Und dann gibt es ja auch immer die Wähler, die dann immer nur diese One-Issue-Voters, die dann immer nur dieses eine Prinzip, an die sie sich hängen, zum Beispiel Anti-Abortion oder so, dass sie dann sagen, okay, ich wähle den, weil der für das eine Prinzip steht. Und dann ist ja alles andere, blenden die dann aus. Was hat denn das für Auswirkungen dann auch, wenn Trump jetzt nochmal gewinnen sollte für die nächsten 4 Jahre? Ich möchte mir das irgendwie gar nicht vorstellen. Ja. Also ich bin ja auch in meinem Leben hin und her gezogen. Wir waren in Kalifornien, dann hier, dann hin und her. Und ich würde nicht mehr zurückgehen. Also ich habe echt Angst, was jetzt danach passieren wird. Trump, wenn er verliert, hat gesagt, er möchte vor den obersten Gerichtshof ziehen. Genau. Was sagen Sie denn dazu? Also sowas darf es gar nicht geben, das ist ja wie ein Diktator ist der. Aber das ist typisch. Ich meine, der Mann ist krank. Also was soll man noch sagen? Ich meine, und das macht er ja bewusst. Ich meine, jetzt will er ja auch die Briefwahlen nicht mehr auszählen lassen, weil er weiß genau, dass die ganzen Briefwahlen, die noch kommen, hauptsächlich demokratisch sind. Der hat immer mit unlauteren Methoden gekämpft und er wird auch jetzt alles tun, um ja, zumindest das so weit wie möglich rauszuzögern. Das ist egal, wer gewinnt. Das Land ist so gespalten gerade. Ja. Die Leute fürchten das für sich selbst. Die wissen nicht, was passieren wird nach dieser Wahl. Also ob es der eine oder der andere gewinnt, die Leute, die werden komplett gespalten sein.